Was geht ab, ihr kleinen Schlingel, und willkommen zu einem neuen Video. Heute erwartet euch mal wieder eine spannende, mysteriöse, kranke Wahr-oder-Falsch-Geschichte, bei der ihr da draußen wie immer entscheiden müsst, stimmt sie oder hab ich sie mir, der König der Schlingel, nur ausgedacht? Lehnt euch zurück. Ich hab mir wie immer sehr viel Mühe gegeben, also lehnt euch zurück und viel Spaß. Vancouver, Kanada, 2011. Hey Mason, danke, dass du Zeit hast, Bruder. Du warst in Skype total aufgebracht. Was ist denn passiert? Setz dich erstmal und dann schieß los. Meine Freundin Lissa, sie hat mich betrogen. Was? Mit wem? Mit dem größten Arschloch der Schule. Matthew Ferguson. Genau der. Ich will ihn umbringen. Ich will ihn töten. Am liebsten beide auf einmal. Bro, beruhig dich. Das Schwein hat auf jeden Fall Schläge verdient. Aber du musst dich beruhigen. Du brauchst Ablenkung. Ich hab die ganze Nacht geheult wie ein kleines Kind. Du hast recht, ich brauche Ablenkung. Dafür bin ich hier. Gut, hast du eine Idee? Lass uns was richtig Krasses machen. Du weißt doch, mein Bruder, seit er beim Hacken mal erwischt wurde, arbeitet er für die Polizei als Internetspezialist und er hat mir von einer Seite erzählt, auf der es richtig kranke Spiele geben soll. Ah, du willst also in die dunkle Seite des Internets. Das Internet, in dem wir surfen, ist quasi die Spitze des Eisberges. Unter der Oberfläche gibt es ein dunkles Netz aus verbotenen Seiten, in denen man alles kaufen kann, was illegal ist. Drogen, Auftragsmörder, Menschen, die andere für dich foltern. Alles, was das kriminelle Herz begehrt. Dies ist kein Ort, an dem sich Jugendliche aufhalten sollten. Jeff und Mason taten es trotzdem. Sie wollten Spaß und Abwechslung und die sollten sie bekommen. Sieht aus wie das normale Internet. Ich erkenne nichts Besonderes. Ja, außer der Hintergrundmusik. Welches von diesen ganzen Spielen wollen wir ausprobieren? Hier. Das hier heißt Bestimme deine Zukunft. Du meinst das mit dem lustigen Mann mit dem Zylinder? Okay, ich drück's an. Er stellt uns eine Frage. Was wollt ihr in 10 Jahren erreichen? Fängt ja toll an, dieses Spiel. Ich würde sagen, eine Villa mit Pool. Okay, gib das ein. Okay, nächste Frage. Wann wollt ihr eure Traumfrau kennenlernen? Ist das hier ein Frauenmagazin? Hey Bro, wieso spricht er uns eigentlich mit ihr an? Woher weiß er, dass wir zu zweit sind? Naja, schreib morgen. Okay. Alter, das Spiel ist abnormal langweilig, als ob das jetzt eintrifft. Das ist einfach nur ein großer Fake-Scheiß. Wart es ab, die nächste Frage. Wollt ihr, dass eure Mathe-Klausur morgen verschoben wird, weil Mr. Longham einen Autounfall hat? What the fuck? Woher kennt das Spiel unseren Mathelehrer und woher weiß es, dass wir eine Arbeit schreiben? Ich hab keine Ahnung. Was soll ich schreiben? Nein, er soll keinen Unfall haben. Okay, ja, das macht Sinn. Okay, nächste Frage. Soll Matthew Ferguson sterben? Oh mein Gott, ja, das soll er, das Schwein. Ich geb's ein. Hey, bist du verrückt? Warum hast du ja geschrieben? Weil's einfach ein scheiß Spiel ist. Denkst du, das tritt wirklich ein? Ja. Du hast recht. Aber woher weiß er unsere Informationen? Ja, das ist mysteriös. Ich habe keine Ahnung. Hast du den PC gerade ausgeschaltet? Weil der fährt sich gerade automatisch runter. Also mir reicht es für heute. Okay, kann ich verstehen. Mir auch. Bis morgen, Bruder. Mach's gut. Lissa, meine Liebe, dass du dich noch traust, mich anzurufen? Ist er nicht mehr gut genug? Jeff! Er ist tot. Matthew, er wurde umgebracht. Sag mir ehrlich, was tut das? Oh mein Gott, was habe ich getan? Als Matthew Ferguson tot aufgefunden wird, steht der Hauptverdächtige schnell fest. Jeff, der zuvor seine Freundin mit dem Opfer erwischte. Das Motiv ist also klar. Doch vor Gericht erzählt der Jugendliche eine haarsträubende Geschichte, die ihr gerade eben gehört habt. Dass er mehr oder weniger aus Versehen einen Auftragsmord aufgegeben hätte durch ein Internetspiel. Der Richter glaubt ihm nicht, er wird verurteilt. Was glaubt ihr, Freunde, bei dieser spannenden Geschichte? Ist sie wahr oder habe ich sie mir nur ausgedacht? Schreibt Hashtag wahr oder Hashtag falsch in die Kommentare. Die Auflösung kommt wie immer bei 15.000 Likes, die schafft ihr immer relativ schnell. Also Freunde, gebt Gas. Das war's von mir. Die Welt ist böse und passt auf euch auf.